Und damit herzlich willkommen zurück zu SimRail. Wir spielen heute mal ein Custom-Szenario. Wir fahren in TLK 45102 von Katowice nach Gdynia Glona. Das Szenario habe ich aus dem SimRail-Forum rausgesucht. Und es klang ganz interessant. Wir sind jetzt hier auf dem Perron 5 und da werden gerade unsere Wagen fit gemacht, beziehungsweise Klo aufgefüllt und solche Sachen. Und dann werden wir in Katowice reinrangieren und dann geht's dann auch schon los. Gut. Wir gehen mal rein in unsere Lok. Wir machen mal bereit für Führerstandswechsel. Ja, Bremse ist abgesperrt. Wunderbar. Fahrtrichtung ist wieder neutral. Den Führerstand machen wir aus. So. Und gehen mal in den anderen Führerstand rein. Aus welchen Gründen auch immer sind gerade die Frames hier ein bisschen schlecht. In Katowice. So, Führerstand ist an. Sehr gut. Und wir haben wieder Saft. Hauptschalter drin, sehr gut. Wir müssen dann hier noch vorwärts. Scheinwerfer rechts. So, du bist auf vorn. Hier gehen wir mal ein bisschen rein. Presser machen wir wieder an. Kurz. Na, das hat mit dem Licht ja gut geklappt, hä? Das könnten. Ach, sein. Außerdem ist der falsche Stromabnehmer oben. Ist auch der dahintere. Ja, ah doch, jetzt tut sich was. Es ist eh besser, wenn wir es mit 2 machen. Okay, dann, wie schaut's denn aus? CDW 3. Warte, drink platform. Yes. Not yet. We are waiting for the last wagon to be cleaned and filled with water in the toilet. Jetzt, everything is ready. Alter. Halt, falsche Button. Ich würde gerne mal reinfahren, bitte. Railroad Helper in the back car. Mit tell you when to stop the train. Da bin ich aber gespannt. The road is free to move. Na dann. Achso, warte mal. Ich schlamme ja auf die Lokbremse drin. Also wenn der mir jetzt wirklich ansagt, wie weit es noch ist, das war schon irgendwie geil. Ja, weißt du was, machen wir das einfach mal blind. Meter bis zur Plattform. So, mal schön langsam hier rein. Less than 100 meters. Ja, wir sind drin. Dö. You can stop now. Nee, ich drück da noch ein ganz wenig. Oder so. Okay, dann werden wir hier drin. Mal kurz gucken. Weißt du, ob ich in der Realität in Katowice gewesen bin? Die steigen ein. Wie die EP09 gestanden. We can change the cabin now. Okay. Bist du mal hier wieder abgesperrt? Das machen wir wieder aus. Das machen wir aus.
und aus. Sidley, anderer Führerstand. Machen wir den hier wieder an. So, schauen wir vor oben und rechts. Kommt besser aus. Hauptschalter rein. Ja, gerade im richtigen Moment. So, oh, mal hinsetzen. Und kommt besser rein. Gut. Dann machen wir nochmal die Lokbremse hier rein. Ich hätte gerne Instrumentenbeleuchtung. Das würde ich voll super finden. Sonst machen wir nichts. Lassen wir mal auf P. Ja, mehr brauchen wir eigentlich nicht. Hä? Was soll das denn jetzt? Wieso geht das Scheinwerfer rechts jetzt nicht? Hä? Was soll denn das? Warum geht mein Scheinwerfer nicht mehr? Hauptsache, das geht. Simray. Hätte ich da hier noch irgendwas? Ich habe eigentlich alles aus. Okay. Warum auch immer der Scheinwerfer jetzt nicht mehr geht. Dann fahren wir halt noch mit zwei. Was soll's? Wüsste ich jetzt nicht, wie ich das beheben soll. Hm. Naja. Ist wie es ist. So. Dann. Opfer bereit. Na ja, gut, dass du auch vorwärts bist. Naja, ich glaube, die Chancen sind gut, dass das einfach nur ein Bug ist, der dann irgendwann mal gelöst wird. Ist auch ein bisschen unkonventionell, was wir hier machen. Also für Simulator zumindest. So, ciao FDL. Das Schöne ist, wir haben schön Funkstille. Keiner, der irgendwie nervt. Weil ab und zu ist es ja schon lustig, da auf dem DE1-Server die Leute einfach mal beobachten. Wie sie da teilweise ihren Unfug machen. Tick zu schnell. Ich hoffe, wir sehen ein paar Züge irgendwo abgestellt oder rumfahren, die man vielleicht sonst so nicht sehen würde. Kommt gerade schon einer. Le Express. Mein Kollege. Ach Mann, das mit dem Licht regt mich ein bisschen auf. Was mich gerade noch viel mehr stört, ist eigentlich gerade die Performance. Ist gerade irgendwie echt schlecht. Hat der in Lazy vielleicht alles vollgestellt? So, Scheibenwischer. Machen wir Intervall, glaube ich, war 2. Ja.
1, 2, 3, 4 Wagen. Recht kurzer TLK. Interessant. Da hast du immer wieder mal diese Aussetzer hier vom Motor. Das ist im Multiplayer bei der EU nur sieben auch so ist. Gut, ich mag es. 16 Uhr ist das neue Cloni sein. Die Frames werden irgendwie nicht besser. Ich schwirre momentan bei 25 und 30 rum. Irgendwas ist am Abgehen hier bei dem Szenario. Was könnte ich denn noch probieren? Ich könnte mal ohne Scheinwerfer ausmachen. Ist auch alles aus. Nö, wird nicht besser. Schade. Wie, was? Keine freie Fahrt, was ist da los? Das ist jetzt ein realitätsneues Szenario mit Verspätung. Mein DLK hatte ja auch eine halbe Stunde Verspätung am Anfang und dann wurde es eine Stunde. Das hat Spaß gemacht. Dö. 1,7 Kilometer. Vermutlich kommt das blutniederen Zug raus. Wenn wir warten dürfen. Ja, vielleicht ein bisschen mehr bremsen. Es gibt ja dann auch so Szenarios mit Loktausch etc. Wollen wir mal schauen, wie gut die sind, weil das würde mich dann schon mal reizen, ein bisschen rumzuspielen. Gibt auch eins mit Savirci und Lazy, wo man da auf Gleisen fährt, wo man im Multiplayer nie hinkommen würde. Klingt interessant. Recht kurzes Szenario. Ich glaube, es war irgendwas mit 30 Minuten. Aber klingt interessant. Ah, und wie ich vermutet habe, da kommt was raus. Anderer TLK. Oder? Jo. So, was haben wir eigentlich so an Kameras hier? Oh. Klima nicht an, oder was? Ein Spionagecam hier. Es hat schon was, ne? Mit dieser Holzverkleidung. Mal sehen. Überhaupt nur noch mit drei. So, das ist noch weg. Ja, nochmal ready. Was
sag mir nicht, da kommt noch ein zweiter. Lass mich rein. Yes. Ich habe mal versucht, Hasler anzuschreiben bezüglich einer Dokumentation von dem Tacho da. Also beziehungsweise vom RT9. Das ist nicht ein RT9. Müsste ein RT9 sein. Bezüglich ja, allgemeiner Erwartung und dass ich den halt anschließen will mit Arduino etc. Und eigentlich habe ich damit gerechnet, dass ich so eine Antwort kriege mit, ja, haben wir nicht oder muss irgendwie Partner sein oder sowas. Aber ich habe tatsächlich Dokumente kriegt auf die E-Mail-Anfrage. Leider sind die Dokumente unvollständig. Warum auch immer. Aber sie haben noch gemeint, sollte ich den mal offiziell servicieren lassen wollen. Dann haben die eine Partnerfirma in Prag. Da könnte ich den dann hinschicken. Das könnte von Porto ein bisschen teuer werden, weil das Teil da ist echt sackschwer. Aber ja, ein bisschen was useful ist es drin. War jetzt schon mal gerade ein bisschen durchgeblättert. Vor allem manuell dabei, wie man das Ding komplett zerlegt. Hey, da steht ja sogar eine Güterschleuder da links. Südle, einmal anhalten. In der Realität schaut das Dach so schlimm aus. Zu Sosnovik werde ich nochmal so einen eigenen kleinen Reality-Check machen. So, 16 Uhr sollte man da sein. Eine Minute zu spät. So. Wo war das? Und da steht normalerweise eine Dampflok als Denkmal. Und dahinter gerade ein Jagdflugzeug. Schade, dass sie das hier drin nicht haben. Aber schön, dass wir hier nicht komplett allein unterwegs sind. Das gefällt mir. Da hinten fährt auch eine Tram. Leider nicht nachgebildet. So, bitte alle einsteigen. Moment mal. Ich wollte gerade schon sagen. Oh. Lass dich nicht mitfahren, ach du Armer. Warst du zu langsam. So, ist weg. Ja, passt. Der nächste halt Trabora Konnicha. Jetzt so spannend, dass wir dich mal im Miasto halten, das TLK. Sehr gut. Halt mal die 90 ein. Ich glaube, wir pfeifen da durch. Können wir noch ein bisschen Zeit aufholen. Mehr Leistung geht nicht. Ha, hat noch gesehen. Ah, ich finde es so schade.
dass da Benzin alles weg ist oder fast alles weg ist. Ich hoffe, das kommt irgendwie wieder in alter Form. Aber so wie sie das umbauen, kann ich mir auch vorstellen, dass sie das Stellwerk auch oben, wenn überhaupt, komplett modernisieren. Kommt der alte Tisch weg, I guess. Pünktlich, 16.04 Uhr. Naja, einigermaßen. Aber ich gehe mal davon aus, irgendwo hier in der Nähe ist es so ein riesen Industrieberg, dass das einfach weniger Absatz macht oder jetzt gar nichts mehr macht. Das ist, glaube ich, irgendwo hier hinten in der Nähe. Dass dafür früher hier da die ganzen Abstellgleise waren oder verlaut. Ist jetzt aber nur geraten. Der nächste Gütezug. Moin. Ja, schön steht hier mal ein bisschen was rum. Der Anschluss ist ja auch komplett dicht. Das Gleis geht noch ein bisschen runter, aber dahinter ist alles weg. Oh, das sieht irgendwie geil aus, so am Stromabnehmer. Da hat der Stromabnehmer Freude. So. Mehr Schmackes. Eigentlich gibt man da mit so einem Haslerdach auch richtig leicht schubbeln. Die kleine Nadel da, ne? Man braucht eigentlich nur hier das Glas aufmachen, den lässt sich ganz einfach mit der Hand verschieben. Eigentlich mein fieser Scherz. Die muss ein bisschen langsamer einstellen. So, 16.08, 16.09, 15, 16. Lazy tun wir gar nicht halten und dann erst in Zawirci wieder, Zestochowa, die Sachen werden wir eh auch nicht sehen. Oha, 1.15 Uhr dann in Gdynia. Er ist ein bisschen unterwegs, der Kollege. Moment, halt warten. Nee. Aber auch der zusätzliche Bahnsteig in Gornica wäre was für Simmel, aber das habe ich eh im Reality-Check schon gesagt. Moment mal. Hast du mir jetzt schon Ausfahrt geben? Muss ja fast. Sag mal, das tut man nicht. Kann ich ja gerade wieder durchheizen. Naja. Wert mir das mal Szenario-Bug ab. Es ist eh erstaunlich, was die Community da alles macht, ohne der richtigen Dokumentation oder dass der Editor eigentlich existiert. Das ist alles zusammenwurschen und experimentieren mit diesen JSON-Files da. Aber man muss die Community einfach nur machen lassen. Da kommen die spannendsten Sachen dabei raus. Hin. Ah ja, ein bisschen grob bremsen. Passt schon für den TLK. Bitte, bitte einsteigen. Ja, sie tut's.
Oh, Spycam. Da ist jemand weggegangen. Also die Animation von den Leuten ist ja schon mal besser als wie die, als wie bei Trade Sim World. Södele. Abfahrt. Ich hoffe wirklich, Lazy steht ein bisschen voll. Sonst kann ich mir nicht erklären, warum die Frames so im Keller sind. Beim Multiplayer und Co. bin ich durchschnittlich irgendwas zwischen 50 und 60 FPS, je nachdem, wo ich gerade bin. Aber so bin ich jetzt. Ich meine, ist noch spielbar, aber hat dann eine Grenze. Dem, wo ich sage, das sieht noch gut aus. Stellen, wir sind das. Ach, ach klar. Zu. Entschuldigung. War keine Absicht. Das sollte eigentlich reichen. Nice. Ja, zum Thema Hasler Digital TD2 und andere Simulatoren anschließen, ist auch jetzt endlich mein Arduino-Kit angekommen. Mit Multimeter habe ich tot, ich habe mir da einmal dieses Student-Set gekauft. Den ersten Motor zum Ansteuern ist auch schon mit dabei, ist ein Mikromotor. Wobei der wird höchstwahrscheinlich zu klein und zu schwach sein dann für den Hasler-Tacho. Aber zum Üben wird es erstmal reichen. Die Organisation Driver NG. Today exception to track 6 at platform 3. Oh, okay. Gibt ja noch Sondersachen. Cool. Ah, dann soll ich erstmal das Ansteuern ein bisschen üben. Und wenn das dann klappt, dann geht's ran an den Hasler. Und dann mal schauen, wie ich das dann richtig einstelle mit den Umdrehungen pro Minute, dass der Tacho das richtig anzeigt. Ein bisschen Trial and Error machen. Und wenn das dann funktioniert, braucht es eigentlich nur noch die Adapterplatte. Damit ich den Motor unten montieren kann. Weil ich glaube, dazu werde ich. Ja, ich glaube, dazu werde ich eine Mini-Videoserie machen, wie ich das umbaue. Und dann brauche ich nur noch ein Tool für die unterschiedlichen Simulatoren, die dann irgendwie die Geschwindigkeit auslesen und an Arduino weitergeben und die Tacho quasi sagen, stelle die Geschwindigkeit ein. Aber letzteres ist am einfachsten. Also nicht super einfach, aber einfacher wie das mit der Antrieb vom Tacho an sich. Mein Kollege. Ja, minimal zu schnell. Das passt schon. So, haben wir hier was rumstehen? Nö, alles empty. Leider. Anderen Seite? Ja, auch nicht. Was zum... Okay.
Interesting. Sidre, da wären wir da. Sind sogar in der Zeit. Sehr nice. Mal sehen. Ne, trotzdem nicht einsteigen, nur weil ich jetzt hier stehe, oder wie? Ja, vielleicht sie? Okay, dann halt beim zweiten Mal. Ich will auch da rein. Mann! So ein Schmutz. Ah, ich hoffe, das kommt noch, dass man als Passagier mitfahren kann. Das wäre irgendwie schon cool. Es ist zwar total sinnbefreit, aber cool wäre es trotzdem. Einfach wie so dieser freie Modus in Transim World. Du hast halt Multiplayer. Leute sind die dann halt hier rumgurken. Sidre. Muss mal für euch ganz kurz einen Cut machen. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich auch wieder retour. Und wir fahren ab. Habe ich die Bremsen gelöst? Nein, natürlich nicht komplett. So, nächster Halt. Zawirci um 28. Ich bin mal gespannt, wie weit er uns fahren lässt. Aber ich gehe mal davon aus, wir gehen an der genau gleichen Stelle raus wie im Multiplayer auch. Und solltet ihr im Hintergrund vielleicht ein Auto oder sowas hören, dann bitte um Entschuldigung. Ist ein bisschen warm in meinem Zimmer momentan. Ich muss einfach mal das Fenster aufmachen. Ach, so eine Klimaanlage wäre schon was Schönes. Nochmal 40, weil wir fahren wieder ganz links rüber. Mein Kollege. Hätte er mich nicht auch gerade schicken können? Oh, was steht denn da? Steht ein einsamer Wagen hier. Warum? Mutz? Was macht er da? Oder soll das eine Baustelle andeuten? Aber bis jetzt muss ich sagen, gefällt mir das Szenario. Abwechslungsreich. Will nicht wissen, wie lange er da rumprobiert hat, bis er da die Strecke richtig rausgefunden hat. Was er da eingeben muss. Du. Passt. Wohlschmack ist. Jawohl. Geht sich aus.
Gut, das sollte jetzt eigentlich eine ruhige Fahrt werden. Die Vorkommnisse. I guess. Und ich habe schon eine Idee für einen Sommerurlaub. Ich denke mal, ich werde nochmal nach Warschau runter. Beziehungsweise allgemein Polen. Und will mir dann mal die Strecke von Krakau dann anschauen. Dann ist ja auch in Simulator schon mittlerweile draußen. So. Und werde dann die einzelnen Bahnhöfe im Detail nochmal abgehen. Und nochmal Reality-Check-Sachen aufnehmen, also viel mehr Videos und Fotos, das mal durchgehen. Und dann möchte ich vor allem ein paar Dieselstrecken mal abfahren, wenn es geht. Und ein bisschen mehr TLK-Touren mit den Eltern. Oder bleibt es noch ein bisschen Recherche meinerseits, um zu schauen, was da sich irgendwie rentiert zu fahren. Weil der letzte Ausflug war doch ein bisschen ungeplant und entsprechend war ich ein bisschen aufgeschmissen, da ganz am Anfang mit den Zügen hier rumzufahren. Gut, Katowice runterfahren, das war dann relativ einfach, aber so lokale Strecken fahren war nicht so ganz selbsterklärend. Im Bahnhof da, mit den Tickets. Aber daraus lernt man. Da muss ich sogar sagen, dass das System in Südafrika noch wesentlich einfacher ist. Moin, Kollege. Aber dem kattet der Ton auch so komisch aus. Ich glaube, irgendein Bug ist da gerade am Laufen mit dem Szenario. Das ist jetzt nicht allzu schlimm, aber auffällig. Schnell dunkel hier. Okay, wir können mal eine Stufe runtergehen. Kein Warnsignal, tut mir leid. So, da vorne haben wir schon Lazy. Jetzt bin ich mal dann gespannt. Andererseits, wie viel werden wir sehen, wenn jetzt hier alles dunkel ist? Oh, das ist der nächste. Ah, sehr schade. Oh, nein! Oh Gott, boah, ich dachte gerade schon. Einmal crashen hier. Sieht ja noch gut aus. Ja, auch da grüne Welle, keine Sonderfahrt. Auf irgendein anderes Gleis. Ja, Dame Panto. Warte mal. Jetzt sehe ich hier nichts.
Wo ist... Mal kurz was ausprobieren. Na, kommst du hoch? Naja, so wirklich viel bringt's nicht. Hätte ja sein können. So, da ist alles leer. Schade. Dann weiß ich nicht, wo das herkommt, dass die Frames so weit unten sind. Ja, immerhin, da steht irgendwas. Steht doch was? Nee. Nope, alles empty. Wenn wir das jemals sehen werden, dass hier mal alles voll ist. Naja. So, 26, 28, Zawirci. Auch das geht sich gut aus. Wieder mal eine Verspätung. Als wenn ihm irgendein Ton fehlen würde. Jo, wären wir da. Was da? Mein Kollege. Dann bremsen wir bitte. Wir kommen da heiß rein. Wunderbar. Sehr gut, wir haben es geschafft. Wir haben noch ein bisschen Zeit hier in Zawirci. Kurz was nachgucken. Also das Geländer in der Mitte. Doch nein, das hat's. Das ist momentan in der Realität eine Baustelle. Und die Seite ist abgesperrt. Wir sind hier gerade am Neuern. Dankeschön. Das muss so blinken. Alles ganz normal hier. Gut. Ja, und das wär's dann eigentlich gewesen. Ich glaube, das macht eh nicht Sinn, weiterzufahren, weil das ist doch gerade nochmal um die Kurve hin und dann sind wir eh weg. Ich glaube, wir belassen es jetzt hier mal in Zawirci. Was war eine nette kleine Fahrt. Nettes Szenario. Und ich werde das mal mit den
Manövern und mit dem Lockwechseln auch mir mal anschauen. Und wenn das was kann, dann zeige ich euch das. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald hier in SimRail. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.